Die KI hat unglaubliche Entwicklungen durchgemacht und ganz tolle Resultate zustande gebracht. Aber um sie wirklich verlässlich zu machen und auch für kritische Anwendungen einsetzbar zu machen, ist es noch ein sehr langer Weg. Dadurch, dass Computer, künstliche Intelligenz die gesamte Fachliteratur kennen und verknüpfen können, etwas, was wir Menschen ja, durch unsere kleinen Gehirne nicht machen können, kann es sein, dass Computer die besseren Forscher und Wissenschaftler sein werden. Leider sind wir als Gesellschaft, die diese Daten zur Verfügung gestellt haben, weder vorurteilsfrei noch frei von Diskriminierung. Aus diesem Grund lernen die Modelle einfach die Muster, die in unseren Daten vorhanden sind. Und das sind derzeit sehr viele Verzerrungen in ethischer Sicht, in Bezug auf geschlechterspezifische Sprache. Ich würde meinen, Wissen über KI wird sehr, sehr wichtig sein. Ich glaube, es wird sehr wichtig sein, weil diese KI-Technologie uns in den nächsten Jahren sehr stark prägen wird und auch den Stempel aufdrücken wird. Die Universität hat hier eine entscheidende Rolle auch, eine entscheidende Verantwortung, auch dieses Wissen mitzuprägen, mit aufzubauen bei den zukünftigen Studierenden, aber auch bei den Lehrenden. Welche Patientin auf der Warteliste bekommt das Organ? Welche Bewerberin bekommt den Studienplatz? Wer bekommt Asyl? Es ist vorherzusehen, dass KI bei immer mehr von solchen gewichtigen Entscheidungen auch einbezogen wird. Und wenn das passiert, ist es umso wichtiger, dass wir nachvollziehen können, warum es uns bestimmte Antworten gibt. Wir entwickeln KI-Systeme, die aus neuronalen Aufnahmen von Gehirnaktivität herauslesen, was die Intentionen von Menschen mit Sprachbehinderung in einer Kommunikationssituation sind, um dann eine KI für diese Menschen sprechen und interagieren zu lassen. Eine große Herausforderung ist, dass diese Systeme so gebaut werden, dass sie wirklich im Dienst der Menschen stehen und die Nutzer dieses Systems das Gefühl haben, jederzeit die Kontrolle darüber zu haben, wie dieses System für sie kommuniziert. Ich würde mir wünschen, dass wir in der Gesellschaft, in der Politik, in der Rechtsetzung viel früher diskutieren, dass wir diesen Diskurs nicht so technologiegetrieben führen, sondern menschenzentriert führen und uns auch manchmal trauen, Nein zu sagen und zu sagen, man muss vielleicht noch zuwarten, bis man diese Systeme auf den Markt lässt. Es braucht Grundlagenforschung, es braucht einen gesellschaftlichen Diskurs und es braucht Regulatorien. Und an all diesen Dingen müssen wir als Gesellschaft arbeiten.